Hallo. Pisco schickt mich. Ha, wirklich? Sagtest du, du wurdest wegen einer Lüge verstoßen? Nein, Ishik. Weil ich die Wahrheit gesagt habe. Das war mein Fehler. Was ist passiert? Sollte ich sagen, ich hätte nie einen Fremden gesehen? Wenn keiner die Wahrheit glaubt, ist sie nie passiert. Welche Fremden? Sie tragen Schwarz und haben seltsame Waffen. Mhm. Sie verstecken Gold. Ich habe dem Kult davon berichtet. Sie haben mich verstoßen. Eine Lüge? Das Gold war für sie. Eines Tages wird die Heuchelei des Kults auffliegen. Und was machst du jetzt? Jo. Ich habe alles verloren, Ishik. Meine Stellung, Macht, Ansehen. Aber erst dadurch habe ich endlich erkannt, ich hatte keine Berufung. Hast du jetzt eine? Ja. Ich diene der Zukunft, indem ich die Vergangenheit schütze. Königin Unuratu ist die rechtmäßige Herrscherin von Paititi, nicht der Kult von Kukulkan. Was ich sehe und höre und weiß, hilft jetzt der Rebellion. Eine gute Sache. Ich lasse die Goldladungen stehlen, die die Fremden von Zeit zu Zeit liefern. Sie ändern nie den Übergabepunkt. Sieht aus, als würdest du für viele Leute wirklich etwas bewegen. Danke für deine Geschichte. Hat mich sehr gefreut. Entschuldigung. Mich auch, Ishik. Jo. Ja, ist fast wie hierzulande. Das ist also das Bad. Okay. Jo, wenn du die Wahrheit sagst, die nicht passt. Dann kann es mal schnell passieren, dass du verstoßen wirst und dass du dann der Lügner bist. Ist klar. So, hier gibt es noch jemanden. Soweit ich mich erinnern kann, müsste der hier sein. Hier. Die Mutti ist das. Ishik ist der Slang von diesem Dorf und bedeutet Gast oder Fremde sozusagen. Deswegen nennen sie die alle Ishik und nicht Lara. Hallo. Hallo Ishik. Wir sehen nur selten Fremde. Ishik ist sozusagen so ein Eigenname als Gast der Königin. Pisco, ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Aha. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden. Und sollte dort sterben. Am dritten Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich. Der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Super. Dann habe ich... Also Ishik ist sozusagen sowas wie... Hallo Fremde, etc. etc. Den kann ich immer noch nicht lesen. Dahin muss ich noch. Da und da. Wo ist der nächste Fremde? Ich habe aber schon mit drei gesprochen, meine ich. So, gibt's hier noch irgendwas? Ah ja, hier. In dem Gebäude steht auch noch einer. Ein weißes Wasserspiel. Hallo, bist du ein Verstoßener? Ja, Ishik. Hallo. Du hast von einem weißen Wasserschwein geredet. Oh, es gibt nicht nur eins, sondern viele. Pisco will, dass ich mit allen Verstoßenen rede. Bist du ein Jäger? Jetzt schon. Früher war ich Bauer. Aber das war wirklich kein Leben für mich. Immer diese Pflichten und die Erwartungen von der Familie. Ich habe mich geweigert und bin gegangen. Und ein weißes Wasserschwein war schuld? Nein, Ishik, eine ganze Herde. Sie hat nachts mein Feld überfallen, alles zertrampelt. Ich habe nichts unternommen, nur zugesehen. Da hatte ich eine Idee.
Eine Herde Wasserschweine, alle weiß. Ich könnte sie doch jagen. Dann käme ich vielleicht endlich von den Feldern weg. Und hast du es gemacht? Die beste Entscheidung meines Lebens. Mein Vater hat den Hof meiner Schwester übergeben. Aber das ist in Ordnung. Ich bin jetzt Jäger. Paimo der Weiße. Danke für die schöne Geschichte, Paimo. Danke, Ishik. Super. Wunderbar. So. Albino Wasserschwein. Super, da komme ich aber später hin. Jetzt muss ich noch nach da. Hier gibt es noch eine Schatztruhe, aber ich habe immer noch keinen Dietrich. Jetzt muss ich... Hallo, Ishik. Hallo. Wunderschöne Tiere, nicht wahr? Ja, die Justins sind schön. So sanft. Oder das wilde Guanaco in der Wildnis. Es wird gern gestreichelt. Die Götter mögen das. Das ist schön. Also, Justin wird gerne gestreichelt. Die Götter mögen das. Das ist wunderbar. Gibt es hier noch irgendwas? Nö. Du hast mir das schon erzählt. Gut. Jetzt muss ich hier nach rechts oben. Lass mich raten. Ich hab's gewusst. Die Truller in der Höhle. Und hier gibt's noch was zu finden. Irgendjemand hat dieses alte Walkie-Talkie zerlegt. Vielleicht wollte er es ja nachbauen. Okay. Die Trolle in der Höhle, ich wusste, die steht da relativ alleine rum. Die hat mir noch was zu sagen. Hallo, gehörst du zu den Verstoßenen? Ja, Ishik. Ich bin Chaska. Ich bin Lara. Pisco schickt mich. Pisco, der Tote? Hat dich geschickt? Hast du eine Partie Patoyi verloren? Nein, ein Junge namens Taki hat seine Würfel verloren. Ich will sie zurückgewinnen. Pisco gibt sie mir aber erst, wenn ich mit allen Verstoßenen geredet habe. Es überrascht mich, dass er nicht darum spielt. Tut er. Ah, nun, alles, was ich dir dazu sagen kann, ist... dass ich wie Pisco verstoßen wurde. Ich habe alles verloren, aber nicht wegen eines Unfalls. Ich habe etwas getan und würde es wieder tun. Mhm. Was ist passiert? Hast du eigene Kinder? Nee. Nein. Noch nicht. Ich auch nicht. Oh. Ich habe Ixchels Segen nicht erhalten. Aber ich war die Hebamme der drei Kinder meiner Herrin. Das ist schön. Ich habe sie geliebt wie meine eigenen. Bis Super. Ich meine Stellung verlor. Oh, warum? Was hast du getan? Ich bin eine Diebin. What? Was hast du gestohlen? Eine Jadekette. Warum? Die jüngste, Kayara. Sie sah die Kette bei einer Freundin und nahm sie mit. Sie wollten sie holen. Sie hätten sie verstoßen, obwohl sie ein Kind war. Ich sagte, ich war's. Meine Herrin nahm mir die Kette ab und zerbrach sie auf dem Boden. Und ich wurde verstoßen. Das tut mir so leid. Sei nicht traurig. Das war aber ein Opfer. Ich würde es wieder tun. Kayara hat ihre Lektion gelernt und führt ein gutes Leben. Und ich diene Ixchel mit meiner Weberei, wie es meine Mutter mich gelehrt hat. Und Kayara besucht mich manchmal. Das ist schön. Danke für deine Geschichte, Chaska. Kayara hatte Glück, dich zu haben. Das stimmt. Alles Gute, Ishik. Super. Gut. Wunderbar. Ansonsten gibt's hier nichts. Hier war ich schon. Gibt's hier noch irgendwo einen Verstoßenen? Wo ist denn der letzte? Ich weiß wo. Ich weiß... Nee, andersrum. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß nur nicht, wo ich den finde. So, jetzt möchte ich aber gerne... Doch da. Oh, jetzt wird er angezeigt. Okay. Das ist nämlich eine Händlerin mit ihrem Sohn. Wenn mich nicht alles täuscht. Warum die allerdings ausgestoßen ist, ist mir noch fremd. Das weiß ich nicht mehr. Hier oben und dann nach hier.
Nee, hier eins weiter nach oben. Oder? Ja. Die Mutti war das. Rimac, ich glaube, wir haben Besuch. Hallo. Hallo. Du bist Lara, nicht wahr? Pisco schickt dich. Stimmt. Ich bin Moraika. Ich höre deinen Namen heute schon zum zweiten Mal. Die Kultisten reden über dich. Du hast die Säuberung eingeleitet. Oh. Den Schlüssel von Shakshel gefunden. Das habe ich. Oh, keine Sorge, Kind. Die Säuberung war überfällig. Wir müssen entscheiden. Machen wir weiter oder fangen wir neu an? Das ist keine leichte Entscheidung. Hast du gehört, Rimac? Das Schicksal der Welt ist keine leichte Entscheidung. Ich mag sie. Das stimmt, Lara, ist es nicht. Und wenn der Kult von Kukulkan entscheidet, werden wir Sklaven und sie nennen es Schutz. Oder nicht, Rimac? Er redet nicht viel. Der Kult handelt aus Angst. Angst wovor? Angst vor der Außenwelt. Angst vor Veränderung. Aber die Bedrohungen draußen sind auch in uns. Angst ist der Feind, nicht Veränderung. Veränderung gibt's immer. Aber was fasele ich, Rimac? Die Dame will bestimmt etwas kaufen, das ihr weiterhilft. Also bei Shadowplay weiß ich nicht, wie die Bitraten da sind. Ah, geil, Dietrich, Aufstiegswerkzeug, geil. Das brauche ich alles, kann ich mir auch leisten. Yes. Ein gutes Geschäft. Ja. Danke. Wunderbar. Kann ich irgendwas verkaufen? Viel Spaß damit. Danke. Komm zu mir, wenn du sonst... Wie kann ich dir helfen, so? Lara? Wonach suchst du? Ja, Bitraten kann man schon teilweise einstellen. Aber ich sag ganz ehrlich... Zieh dir meine Ware an. Laservisier. Eine vollautomatische Pistole. Nee, die nehme ich nicht. Aber das... Purpurne Jägerin ist eigentlich schon geil. Ja, komm, was ich hab ich. Super, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Dietrich habe ich und noch irgendwas und noch irgendwas. Ja, das mit den Bitraten, es kommt immer drauf an, wo und wie man das einstellen kann. Bei Shadowplay kann man das leider nicht einstellen. Da liegt es einfach an der eigenen Verbindung, obwohl da meine Verbindung eigentlich sehr gut sein sollte. Mit 27 MB Uploadrate. Aber es kommt immer drauf an, wer das gerade mit used. Bei OBS kann man das festlegen. Da bin ich aber auch bei, schwanke ich auch zwischen 9 Megabyte und 11.000. Muss man halt auch bedenken, nicht die Downloadrate ist für die Übertragung zuständig, sondern die Uploadrate. Und in der Regel ist es so, dass du ein Fünftel deiner Downloadrate als Uploadrate besitzt. Sprich, bei den Streams kannst du halt auch nicht mehr machen. Bedeutet, wenn du jetzt eine hohe Qualität haben möchtest, wie zum Beispiel... Jetzt muss ich erst nochmal mit Pisco quatschen. Und da finde ich auch den nächsten Dingsbums. Okay, ich will aber erst nochmal hier das machen. Das bedeutet, je höher du versuchst, deine Qualität hochzusteigern, desto mehr Pixel beziehungsweise Megabyte in allem drum und dran werden übertragen. Und die Uploadrate ist eine Sache, die sowieso schon relativ schwierig ist. Das bedeutet, da kann man nichts machen. Und Shadowplay hat jetzt mit der Übertragungsrate keine Probleme, aber liegt wahrscheinlich an dem Spiel, weil das gerade ressourcenfressend ist. Und im Stream hast du sowieso eine höhere Belastung. Die Pilger erreichten deswegen den Zusammenfluss zweier Flüsse liegt es und da entschieden, dran. Sich dort anzusiedeln. Sie errichteten zwei Pyramiden und begannen ihr neues Leben als Beschützer der Schatulle. Und bei dem anderen ist es halt meistens... Und für andere, ich sag's mal so, für viele Streamer, oder nicht viele, aber die meisten, gerade die kleineren, die geben einen Fick auf das Zeug.
Das bedeutet, die haben keine Ahnung. Und die beschäftigen sich damit in der Regel nicht. Die sehen hohe Upload-Rate, also muss es irgendwie qualitativ sein, dass es zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Wissen leider recht wenige. Um nochmal dieses Thema aufzugreifen. Zumal das auch so ein bisschen am Provider liegt. Ergo kann es halt auch mal sein, dass der Provider irgendwie sagt, dass es da Schwankungen gibt. Du hast immer Leitungslatenzen. Und ja, auch die Verträge sind halt da ein bisschen anders, ja. In den meisten Verträgen oder in allen Verträgen, bis auf Business-Verträge, steht halt immer, ja, mit bis zu Dingsbums bedeutet, sie müssen ein Drittel davon liefern, der Rest ist halt freiwillig. Und das ist halt bei, wenn es keine Störung gibt, die Mindestleistung. Das bedeutet, wenn du einen 100.000er Vertrag hast, wo drin steht bis zu 100.000 Übertragungsrate, ist das zwar nett, aber ist aber keine Garantie, dass du 100.000 permanent kriegst, sondern das Mindeste ist, was du 20.000 bzw. 30.000 ist das, was du mindestens kriegen musst. Und alles andere ist halt Anrecht, aber nicht garantiert. Muss auch nicht garantiert sein. Ich kann nicht mehr tragen. Nein, ich bin voll mit den Dingern. Und die Upload-Rate ist ja nochmal was anderes. Ich bin schon einigermaßen froh, dass es bei mir ein bisschen anders ist. Weil normalerweise ist es so, wenn du einen 100.000er Vertrag hast, hast du eine Upload-Rate von 20.000. Also 20 MB dann. Kann aber auch anders sein. Und runter! Flupp. Das Wasser habe ich aber schon begutachtet. Und bei mir ist es halt so, dass ich in der Regel dass ich zwischen 60.000 und 70.000 kriege, wenn es gut läuft. Wenn es sehr gut läuft, 80.000. Die vollen 100.000 kriege ich leider nicht. Aber auf der anderen Seite kriege ich dafür... Ich kann nicht mehr tragen. Aber auf der anderen Seite habe ich dafür so Sachen wie nicht nur 20.000 Upload-Rate, sondern 27.000. Aber Shadowplay ist diesbezüglich leider, was Einstellungen angeht, nicht mehr. Ich kann euch das mal kurz zeigen, falls der Bombs-General noch zuguckt. Die Übertragung kannst du nicht... Also kannst du schon einstellen, aber ich bin hier bei einer Übertragungsrate von 9 Megabyte. 9 Megabyte ist die Qualitätsübertragung von 1440p. Die Übertragungsrate von 1080 ist 4,5 bis 9000 Bit. Und theoretisch könnte ich bis 18.000 locker hochgehen. Aber es liegt nicht daran, dass ich, es liegt nicht daran, die Qualität liegt nicht daran, dass es gerade die Dingsbums ist, sondern Qualität ist halt eher, dass das Spiel gerade so viele andere Ressourcen frisst. Und ich... das System automatisch, Windows da automatisch auch einen, einen Dingsbums sucht. Sprich, einen Ausgleich. Bei Spielen, die jetzt nicht so ressourcenlastig sind zum Beispiel, würde die Qualität besser sein. Da muss man sich aber schon mit der Materie so ein bisschen auskennen, ein bisschen reinlesen. Das machen aber leider die wenigsten. So ist es einfach, so wie es ist. Wo bin ich denn hier? Und schon bin ich dann nicht da, wo ich sein wollte. Ich guck mir aber trotzdem nochmal oben. Vielleicht finde ich hier was Besonderes. Oder was Schönes. Jo, ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Ah, hier gibt es, glaube ich, wieder... Komm in den Arsch. Hier ist Jagdgebiet, okay. So, den Hasen habe ich noch gekriegt. Die Frage ist, gibt es hier auch Jagdtiere?
Sieht komisch aus. Aber na gut. Falls das muss der Nawal sein. Die mystische Bestie, die den Menschen am Rand von Paititi auflauert. Warum kann ich hier hoch? Also mit Bogen treffe ich. Aber Schusswaffen kannst du bei mir echt in die Tonne kloppen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Weiß noch nicht warum. Gut, Karte aktualisiert. Wunderbar. Ah, das ist dieses Jagdgebiet, was der erzählt hatte. Und jetzt kann ich hier diese besonderen Tierhäute finden. Super. Ja, dann machen wir mal ein bisschen was anderes. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Wunderbar. Schön. Fähigkeitspunkt 2. Super. Schwingen des Adlers. Erhöht die Chancen. Ja, das hätte ich gerne. So, besondere Tierhäute müsste ich jetzt auch haben. Das bedeutet, mein Bogen kriegt wieder was. Gut, hier brauche ich 6 Tierhäute. Dann ist der Bogen fast fertig. Wunderbar, ich freue mich. Warte. Dann haben wir doch schon gleich so ein weißes Wasserschwein gejagt. Was ist denn jetzt wieder los mit dem Inventar? Taktischer Abenteurer. Achso, das da, okay. Super. Hier gibt es wieder bestimmt irgendeinen Herausforderungsgrab. Das wird lustig. Oh, 6 besondere Tierhäute. Bogen wird fertig gemacht. Wunderbar. So, mache ich das auch gleich direkt. Ich habe schon wieder viel zu viel so gesagt, aber nicht als Füllwort, sondern eher so als Ausruf. Ich könnte doch eigentlich, warum kann ich den... Ich habe doch nee, das war andere Fälle, okay. Gut, schade. Ich dachte, das wären diese Fälle gewesen. Der Herausforderungsgrab ist hier. Ansonsten gibt es hier eigentlich nichts mehr. Ha, doch. Ha, geil. Schlucky lucky. Ah, machen wir mal so einen Herausforderungsgrab. Warum eigentlich nicht? Tut nicht weh. Wenn ich es denn hinkriege und hinkriegen soll. Ich ja noch mal umgucken können. Das hat nur die Frage, gehe ich da hoch und muss dann wieder runterspringen oder nicht? Da unten gibt es noch was. Aber da komme ich sowieso hin. Also von daher komme ich wahrscheinlich zurück. Ich muss sowieso diesen Sprung noch mal machen. Vielleicht zählt er ja dann auch. Ah, ich muss hier hoch. Boah. Jo, hier kann ich schon mal runter. Das ist voll. Ja, ich hab's gesehen. Jetzt wird's interessant. Ein zerbrochener Pfeil. Dieser Pfeil mit Obsidianspitze wurde zerbrochen. Er ähnelt den Pfeilen, die Urunatus Rebellen verwendeten.
Wenn sie Trinity mit diesen primitiven Waffen bekämpft haben, hatten sie nie eine Chance. Tja, so ist das. Na komm, Lara, ein bisschen schneller als anders. Das könnte interessant werden. Wird es. Mehr Fragen? Ich ging und kam wieder zurück, ohne von Dämonen heimgesucht zu werden. Hatte ich nur Glück oder hat uns der Kult belogen? Was haben sie davon, uns hier einzusperren? Naja, das wird noch richtig tricky hier. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Lust auf Rise of the Tomb Raider hätte ich schon nochmal. Auf der anderen Seite bin ich jetzt mit Shadow erstmal bedient. Wo geht's lang? Ich möchte nicht irgendwo hin, wo ich nicht mehr zurück kann, weil ich den anderen Weg nochmal gehen möchte. Da ist was auf der anderen Seite. Da ist was auf der anderen Seite. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Gut, von hier komme ich nur runter. Ist halt die Frage. Ach, hier gibt's sowas. Hier gibt's so Money. Da habe ich auch mal ein richtig schönes Buch gelesen. Über Inka, Gold und so ein Kram. War eigentlich ganz lustig. Nannte sich Der Fluch des Goldes. Torgasson. Abenteuerroman von dem Professor... Nee, Professor nicht. Von dem Autor Wolfgang Johann. Wolfgang Holbein, Entschuldigung. Nett. Nettes Buch. Liest sich schnell, liest sich einfach, ist schön. Darum ging auch irgendwie über so ein verfluchtes Gold oder so. Dabei war es eigentlich, war das Gold eigentlich nur radioaktiv verseucht, weil es aus einem Meteor kam. Gut. Lass mich mal überlegen. Ich muss da runter. Von da oben komme ich wahrscheinlich zurück. Gut, hier gibt es aber noch was zu entdecken. Mitgenommen. Noch ein Wandgemälde. Und hier geht's weiter. Scheiße. Das wird nicht einfach. Das kriegst du hin. Guck mal, was da oben ist. Boah. So, ich kann entweder hier lang. Ist die Frage, will ich... Ja, komm, ich will hier lang. Gut. Hier gibt es noch eine kleine Schatzkarte. Hier soll es noch ein Dokument geben. Aber ich glaube, das werde ich sowieso finden. Ein bisschen weiter oben, okay. Alles klar. Noch ein Sprung. Das schaffst du, Mädchen. Oh. So, dann haben wir das Grab hier schon nochmal. Hoffentlich lohnt sich die Mühe. Da wird schon passen. 6 Himmelsbeinschienen. 6 Himmel trugen diese Beinschienen. Ja, kann ich mir später nochmal angucken.
denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?